Was geht ab zusammen und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Immer wieder werde ich gefragt, was denn meine persönlichen Top-Projekte für den nächsten Bullenmarkt sind. Und in diesem Video möchte ich diese Frage beantworten und gehe auf die 5 Projekte ein, die mich persönlich für den nächsten Bullenmarkt am meisten überzeugen. Bevor wir beginnen, das Ganze ist keine Finanzberatung und du solltest immer deine eigenen Recherchen machen. Ja, immer wieder werde ich gefragt, was sind denn deine persönlichen Top-Picks für den nächsten Bullenmarkt? Und dazu muss ich erstmal vorab eine Sache sagen. Das Ganze variiert natürlich, weil vielleicht kommt ein Projekt heraus jetzt in den nächsten Monaten oder zum Zeitpunkt des Bullenmarktes oder ein altes Projekt bringt ein Update, was mich super, super bullisch stimmt, wodurch ich dann sage, okay, das Ganze rückt jetzt in die Top 5 hervor. Jetzt habe ich mir einfach mal gedacht, für den jetzigen Moment nehme ich meine persönliche Top 5 in meinem Portfolio, wovon ich auch persönlich aktuell am meisten überzeugt bin für den nächsten Bullenmarkt. Ich habe hier jetzt an dieser Stelle Bitcoin und Ethereum nicht mit dabei, wobei ich dazu sagen muss, in Ethereum bin ich weniger investiert, eher in Bitcoin, sondern hier fange ich erstmal damit an, mit den Altcoins, in die ich investiert bin. Und ich würde sagen, wir fangen an dieser Stelle auch direkt damit an. Und das erste Projekt ist, ja, wie soll es anders sein? Veracity. Veracity ist das Projekt, über das ich hier auf meinem Kanal am meisten gesprochen habe. Ja, in meinem 3000 Abonnenten Special habe ich es auch live gezeigt. Veracity war das Projekt, über welches ich hier auf diesem Kanal als allererstes gesprochen habe und das bereits schon 2022. Das heißt, ich bin hier nicht auf irgendeinen Hype aufgesprungen und mache Videos über Veracity, weil jetzt alle Videos über Veracity machen, weil gerade im deutschsprachigen Raum dieses Projekt sich immer mehr Beliebtheit erfreut, sondern ich bin schon sehr, sehr lange in diesem Projekt investiert und verfolge dieses Projekt seit fast Anfang an und habe dieses ganze Rebranding mitgemacht. Ich habe den Token Burn jetzt mitgemacht und vor allem auch, dass die War Chest Token alle geburnt worden sind. Und ich habe vor allem auch schon sehr, sehr viele Projekt-Update-Videos zu Veracity gemacht. Ich verlinke dir gerne mal oben in der Infobox die komplette Playlist zu Veracity. Veracity ist bei mir im Portfolio auf Platz 1 und darüber habe ich auch schon in sehr, sehr vielen Videos gesprochen und sonderlich viel möchte ich dazu jetzt gar nichts noch dazu sagen, aber es kam trotzdem jetzt mal ein sehr interessantes Update heraus und zwar heute. Veracity hat nämlich wieder einen Token Burn vollzogen und zwar 86 Millionen Token wurden gebuybackt und damit auch geburnt und so wie wir es von Veracity gewohnt sind, zeigen sie das Ganze natürlich auch transparent und das Ganze hier auf Etherscan, man sieht es hier, 86,6 Millionen Token im Gesamtwert von $470.000 wurden geburnt und das führt zu einem Gesamtburning in diesem Jahr von über 242 Millionen Veracity. Absolut crazy, wie dieses Projekt performt und vor allem, wenn man mal überlegt, wie viele Token jetzt in jüngster Vergangenheit hier von diesem Projekt geburnt worden sind. Ich meine, die Hälfte der Maximum Supply wurde hier geburnt, wodurch 100% auch im Umlauf sind. Also Veracity performt wirklich brutal und ist für mich einfach das Projekt, welches in meinen Augen für den nächsten Bullenmarkt mit Abstand das meiste Potenzial hat. Ich habe im letzten Veracity-Video auch gesagt, dass ich hier Kurse von einem Dollar mittlerweile sogar mehr als realistisch ansehe. Mein persönliches Kursziel liegt bei 50 bis 80 Cent, aber aufgrund dieser jüngsten Ereignisse des Token Burns und des War Chest Burns sehe ich sogar hier Kurse über einem Dollar mehr als realistisch an, weil die Marktkapitalisierung, die dafür erreicht werden müsste, gar nicht so unfassbar hoch sein würde. Das so viel auf jeden Fall zu Veracity, kommen wir daher auch direkt zum zweiten Projekt und das ist Alchemy Pay. Über Alchemy Pay habe ich auch schon einige Videos gemacht, beziehungsweise habe ich Alchemy Pay schon einige Male erwähnt. Ist an sich für mich ein sehr, sehr interessantes Projekt, wenn es um den Bereich Fiat zu Krypto On- und Off-Ramp geht, weil das ist ja gerade auf der Welt ein ganz, ganz großes Problem, wie man jetzt Kryptowährungen in Fiat umwandelt oder Fiat in Kryptowährungen und es fehlt oftmals die Plattform, mit der das kundenfreundlich, also nutzerfreundlich umgesetzt werden kann. Weil oftmals natürlich ganz, ganz neue Menschen damit Probleme haben,
Kryptowährungen zu kaufen und sie würden sehr, sehr gerne einfach Transaktionen durchführen über ihre herkömmlichen Zahlungsmittel und da halt im Krypto-Space aktiv werden. Und Alchemy Pay macht genau das, weil sie auch gerade für den NFT-Bereich es möglich machen, dass man hier mit Apple Pay oder Google Pay bezahlen kann. Und das ist natürlich super, super nutzerfreundlich für neue Leute, die das allererste Mal etwas mit Kryptowährungen machen. Und das Ganze sieht man halt auch einmal hier, dass Visa Alchemy Pay als offiziellen Dienstleister aufgelistet hat. Und ich habe hier auch die beiden Sachen mal gehighlightet. Einmal ist das natürlich ein bedeutendes Zeichen für den Fortschritt von Alchemy Pay als solches und vor allem für diesen NFT-Checkout-Dienst, von dem ich gerade gesprochen habe, bei dem es möglich ist, über Apple Pay und auch Google Pay NFTs zu erwerben. Und was ich hier nochmal gehighlightet habe, weil das ist auch ein ganz, ganz großer USP, ist als verbindende Brücke zwischen traditionellem Finanzwesen und Kryptowährungen ist Alchemy Pay derzeit in der Lage, Fiat-Zahlungen zum Kauf von Kryptowährungen für Visa-Karteninhaber in 173 Ländern abzuwickeln. Sehr, sehr viele Plattformen bannen manche Menschen, manche Bürger aus diversen Ländern und sagen, ja, du kannst hier nicht handeln. Über Alchemy Pay ist es halt möglich, 173 Länder zu bedienen und vor allem auch in der jeweiligen Währung auszuzahlen und auch einzuzahlen. Also wie gesagt, super, super nutzerfreundlich. Und erst vor kurzem hat Alchemy Pay in Arkansas eine Lizenz erhalten und reiht sich damit bei den ganz, ganz großen Unternehmen mit ein, wie zum Beispiel auch Coinbase. Ja, Coinbase hat da ebenfalls eine Lizenz und auch hier habe ich einige Sachen mal gehighlightet, weil was besagt diese Lizenz, diese ermöglicht quasi, dass Alchemy Pay nun offiziell Dienste wie den Verkauf oder die Ausgabe von Zahlungsinstrumenten, gespeicherten Wert- und Prepaid-Zugang sowie den Empfang von Geld, digitaler Währung oder monetärem Wert zur Übertragung durchzuführen. Ja, und man kannte das damals, dieses Bild auch aus dem Twitter-Video, ja, wo Elon Musk diese Twitter-Lizenz erhalten hat oder diese Zahlungslizenz für Twitter. Das war über die gleiche Plattform. Und das habe ich damals schon einmal in einem Video gezeigt. Das heißt, diejenigen, die von euch meinen Kanal verfolgen oder auch schon länger im Crypto-Space drin sind, die kennen bereits diese Ansicht. Gehen wir hier mal ein bisschen weiter. Die Lizenz stellt einen wichtigen Meilenstein in den Bemühungen von Alchemy Pay dar, lokale behördliche Genehmigungen in wichtigen globalen Märkten zu erhalten. Und zusätzlich hat Alchemy Pay ja auch noch in Indonesien und auch Litauen eine Lizenz. Und der Ankündigung zufolge ist Alchemy Pay derzeit dabei, Lizenzen für Geld Transmitter in anderen Bundesstaaten der Vereinigten Staaten zu erhalten. Was wird wohl passieren, wenn Alchemy Pay jetzt in weiteren Bundesstaaten der USA auch Lizenzen erhält? Das Ganze sorgt natürlich dafür, dass Alchemy Pay noch mehr Anwendung findet. Und Alchemy Pay ist für mich persönlich einfach ein Projekt, welches einen Use Case hat, der in Zukunft genutzt werden wird bzw. gebraucht wird, weil dieser Fiat On- und Off-Ramp-Dienst, der ist einfach etwas, was Menschen da draußen brauchen. Je größer Krypto wird, je mehr Menschen Kryptowährungen nutzen, desto leichtere Möglichkeiten muss es geben, diese Kryptowährungen auch in Fiat umzutauschen und andersrum genauso. Und Alchemy Pay macht da definitiv einen guten Job. Und für mich persönlich ist diese Kooperation zwischen Apple Pay und Google Pay mit Alchemy Pay zusammen einfach der Game Changer schlechthin und bringt dieses Projekt für mich als eines der überzeugendsten und wichtigsten Projekte im nächsten Bullrun auf diese Liste. Das dritte Projekt auf meiner Liste und in meinem Portfolio ist Casper. Über Casper habe ich auch schon einige Videos hier gemacht. Ich war auch einer der ersten im deutschsprachigen Raum, der hier über Casper gesprochen hat. Und ihr wisst ganz genau, diejenigen, die meinen Kanal schon länger verfolgen, ich bin super, super bullish, was Casper angeht, weil Casper für mich einfach ein Alleinstellungsmerkmal hat. Casper löst das Blockchain-Trilemma, so wie man es kennt. Sicherheit, Dezentralität und Skalierbarkeit. Und bei allen Blockchains gibt es irgendwo in diesen drei Komponenten immer ein Problem. Nehmen wir zum Beispiel Ethereum, absolut nicht skalierbar. Solana ist zwar skalierbar, aber auf der anderen Seite nicht sicher. Es gab schon mal einen Hack. Ja, und das sind einfach so ein paar Probleme, die da einfach entstehen. Und Casper löst einfach alles gleichzeitig. Zusätzlich haben wir hier eine super, super schnelle Blockzeit, eine super, super schnelle Transaktionsgeschwindigkeit, weshalb durch Casper die Vision von damals Satoshi Nakamoto umgesetzt werden kann. Weil Casper sozusagen als digitales Silber eingesetzt werden kann. Und im Vergleich zu Litecoin hier einfach ganz, ganz viele Vorteile auch vorhanden sind. Und jetzt vor kurzem gab es auch hier ein entscheidendes Update und zwar kam
Caspium heraus. Ein Mobile Wallet. Caspium kann nämlich von uns allen verwendet werden. Darauf kann Casper gehalten werden und vor allem kann mit Caspium auch bezahlt werden. Das heißt, dadurch wird die Vision, die hinter Casper steckt, dann auch Wirklichkeit werden. Weil Casper löst im Endeffekt das, was damals Bitcoin sein sollte. Ein Zahlungsmittel. Ja, und Casper kann als Zahlungsmittel agieren und durch Caspium wird das halt realer, da dadurch auch Händler Casper annehmen könnten und dadurch ist natürlich wesentlich leichter ist, damit zu zahlen. Ich weiß nicht, wie lange ihr jetzt alle schon im Crypto-Space drin seid, könnt ihr mir mal gerne in den Kommentaren schreiben, aber damals, weiß ich noch ganz genau, gab es immer Videos von irgendwelchen Dritte Weltländern und auch allgemein, als Bitcoin immer mehr Beliebtheit bekommen hat, dass Videos herausgekommen sind, wo man mit Bitcoin in irgendwelchen Läden bezahlt hat. Und letztendlich kann man das gleiche jetzt gerade aktuell mit Casper ebenfalls machen. Und für mich persönlich ist dieser Moment, an dem sich Casper derzeit befindet, ein Moment, an dem sich Bitcoin mal vor einigen Jahren befunden hat. Und für mich steckt hier wirklich eine unfassbar große Chance in diesem Projekt, wirklich noch das ganz, ganz große Geld mit einem Proof of Work Coin zu machen, in dem Fall Casper, und halt diese Vision, die dahinter steckt und auch allgemein der Aufbau des Projekts, der Launch des Projekts, ja, ohne VCs, ohne Fair Launch, ohne Presale, macht mich einfach super, super bullish. Ja, aber das habe ich schon in den vergangenen Update-Videos zu Casper gesagt, dass das Ganze für mich ein Projekt ist, welches ja im nächsten Bullrun massive Performance annehmen wird. Und ich lese auch immer wieder, hey, Casper, da ist die Chance schon vorbei, hat im Bullenmarkt oder beziehungsweise jetzt im Bärenmarkt schon massiv performt, weil wenn wir uns mal gucken, in einem Jahr 1500% in einem Bärenmarkt, das ist absolut crazy. Und wer da wirklich sagt, dass in einem Bullenmarkt deswegen keine Performance mehr da sein wird, der hat Krypto nicht ganz verstanden. Weil wenn schon in einem Bärenmarkt so eine Performance abgelegt wird, dann performen diese Projekte in einem Bullenmarkt noch viel, 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 viel besser. Vor allem, wenn da wirklich die Utility und der Use Case auch wirklich da ist. Und wer sagt, dass Casper keinen Use Case hat, der hat sich nicht richtig mit diesem Projekt auseinandergesetzt. Und deswegen unbedingt mit Casper auseinandersetzen, ist für mich ein Must-Have in jedem guten Portfolio. Auch in den Portfoliobewertungen habe ich das immer gesagt. Und das ist für mich ein Top-Pick für den nächsten Bullmarkt. Kommen wir zum nächsten Projekt, das ist XPR Network. Über XPR Network, damals noch Proton, habe ich auch schon einige Videos gemacht, spreche ich auch sehr, sehr lange schon von. Und erst vor kurzem konnte man hier wirklich schon mal einen enormen Pump mitnehmen. Ja, was heißt enormer Pump? Er war nicht so unfassbar hoch, aber gut, in den letzten 14 Tagen trotzdem 7,2% zugelegt. Und wir hatten hier vor kurzem noch das All-Time-Low. Und ich kenne XPR Network beziehungsweise Proton damals noch schon seit 2021, als dieses Projekt damals zwei Runs hintereinander gemacht hat. Einmal im März 2021, April 2021, sehr, sehr harter Run, danach wieder nach unten gecrashed, noch höher gestiegen und jetzt hat er sich hier unten irgendwo eingependelt und es sieht aus, als ob dieses Projekt tot ist, ja, wie man immer so schön sagt, ja, wenn man sich auch jetzt hier alleine mal Juli 2022 bis Januar, also beziehungsweise jetzt Oktober 2023 anschaut, sieht das auch nicht unbedingt gut aus. Schauen wir uns mal ein gesamtes Jahr an, ist das Ganze hier auch eher in einem Abwärtstrend. Trotzdem, warum bin ich so bullish, was Proton angeht? Dieses Projekt entwickelt sich wirklich brutal weiter. Es kommen immer wieder neue Updates. Es kam jetzt erst vor kurzem das Rebrand zu XPR Network. Es sind weitere Anwendungsbereiche geschaffen worden. Damals, zu diesem Zeitpunkt, wo diese Runs da waren, gab es lediglich ein Wallet und es war ein Zahlungsmittel, eine Vision, die da war. Es gab aber noch nicht diese ganzen anderen Anwendungsbereiche, die jetzt mittlerweile da sind. Ja, Proton Loan, allgemein alles rund um die Metal Blockchain, dann Proton Sign, eine Proton Dex und was es nicht da alles noch gibt. Also es gibt super, super viele Anwendungsbereiche, die XPR Network hier schafft. Und für mich ist das gerade in Bezug auf CBDCs und auch allgemein der Digitalisierung des Finanzsystems in Zukunft ein Projekt, welches da wirklich ganz, ganz vorne mit dabei spielt. Und es ist für mich ein wahrer Microcap Gem. Ja, beziehungsweise kann man hier schon fast sagen, Low Cap Gem.
Jam bzw. Minicap Jam, weil 15,3 Millionen ist schon relativ hoch. Ja, Microcap ist für mich alles rund um $1 Million. 15 Millionen ist natürlich schon ein bisschen höher. Jetzt vor kurzem kam hier auch ein Long Staking heraus. Das heißt, hier hat man die Möglichkeit, auf 90 Tage und 365 Tage seine Proton zu staken und da zusätzlich nochmal Rewards zu generieren. Ja, und da nochmal Staking Rewards zu kassieren, was natürlich in einem Bärenmarkt super, super profitabel ist, weil diese Staking Rewards ja in einem Bullrun auch dementsprechend exponentiell dann auch steigen. Das heißt, für mich persönlich sind Projekte, die man staken kann, immer am interessantesten in einem Bärenmarkt hart zu staken, um dann wirklich im Bullrun diese Profits dann auch mitzunehmen. Natürlich an dieser Stelle muss man sagen, das Ganze muss man für sich einfach auch einschätzen. Je nachdem, wo man wohnt, wird das Ganze ja auch steuerlich anders gewertet. Ich wohne in Dubai, bei mir ist das ein bisschen anders als jetzt beispielsweise in Deutschland. Aber trotzdem bin ich der Meinung, wenn man staked und wenn man mehr Prozente machen kann, als man Steuern zahlt, dann lohnt es sich trotzdem. Ja, trotzdem an dieser Stelle no financial advice, do your own research. Kommen wir zum fünften Projekt, was meine persönlichen Favoriten sind. Das ist einmal Trias. Trias hat erst vor kurzem einen kleineren Shitstorm erlebt, wo halt gerade auch dieses Delisting von KuCoin stattfinden sollte und da ist halt der Kurs sehr stark nach unten gerauscht. Haben trotzdem jetzt in 14 Tagen 24% noch zugelegt und wenn wir uns mal den gesamten Monat hier mal genauer anschauen auf CoinGecko, sehen wir halt hier, da war dieser Drop bei diesen News rund um KuCoin und jetzt hat er sich auf jeden Fall wieder gefangen und für mich ist Trias einfach ein sehr, sehr interessantes Projekt, welches vor allem auch mit der Community stark kommuniziert. Und das habe ich auch schon in den vergangenen Trias Videos immer wieder gesagt, dass für mich ein Projekt, welches fortlaufend mit der Community Rücksprache hält, wirklich mit ihnen zusammen interagiert und vor allem auch updated, was aktuell bei diesem Projekt passiert. Das sind Projekte, die für mich persönlich super viel Potenzial haben. Und Trias löst für mich auch ein sehr, sehr großes Problem, welches wir in der Zukunft haben werden, je digitaler unsere Welt werden wird. Weil gerade in diesem Bereich AI, wer weiß, was später Maschinen alles machen werden bei diesem Internet of Things Narrativ. Ja, wenn auf einmal irgendwie die Maschinen selbstständig werden. Und Trias löst halt auch einfach unter anderem dieses Problem, dass Maschinen wirklich nur das machen, was man ihnen sagt. Und für mich persönlich ist Trias so auf einem Stand, wo Quant damals noch war und ich sehe hier bei Trias im nächsten Bullenmarkt dreistellige Kurse mehr als realistisch. Vor allem sind wir hier gerade kurz davor, alle Token im Umlauf zu haben. Wir haben jetzt gerade 10 Millionen Token als Maximum Supply und 9,95 Millionen aktuell in Circulating Supply und jetzt im Oktober werden alle Token in den Umlauf kommen, was das Ganze gar kein Stück mehr inflationär machen wird. Und das natürlich auch ein super bullisches Zeichen ist. Und für mich ist Trias ein wahrer Underdog, weil über Trias kaum gesprochen wird irgendwie. Ja, obwohl da so viel Potenzial hinter diesem Projekt steckt. Und das ist für mich im nächsten Bullrun ein Projekt, welches massiv performen wird. Das waren auf jeden Fall jetzt die fünf Projekte, die ich am interessantesten für den nächsten Bullmarkt finde, die vor allem auch die Top 5 in meinem Portfolio einnehmen. Ich habe das Ganze jetzt nicht hierarchisch angeordnet, ja, von den Summen her, wie das in meinem Portfolio aufgeteilt ist, aber trotzdem sind das die Top 5 in meinem Portfolio. Veracity ist die Nummer 1, Casper ist die Nummer 2, das kann ich schon mal dazu sagen. Und ansonsten lasst mich auf jeden Fall mal in den Kommentaren wissen, was eure Top 5 für den nächsten Bullrun und auch allgemein im Crypto-Space so sind. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben, um den Algorithmus zu pushen. Und falls du neu auf diesem Kanal bist, lass gerne ein Abo da, um in Zukunft keines meiner Videos zu verpassen. Kommen auf jeden Fall jetzt sehr, sehr spannende Videos diese Woche hier heraus. Unter anderem sogar eine Möglichkeit, mit der es stressfrei die Möglichkeit gibt, die Kryptos in Euro umzuwandeln und aufs Bankkonto auszuzahlen. Ja, diejenigen, die bei mir im Inner Circle drin sind, die wissen das bereits. Deswegen, falls du auch noch nicht im Inner Circle drin bist, den Link findest du ebenfalls unten in der Videobeschreibung. Falls du jetzt Bock bekommen hast, dir ein weiteres Video anzuschauen, kannst du dir einmal hier das letzte Video angucken, was ich hochgeladen habe. Das war's für dieses Video. Wir sehen uns im nächsten. Peace. Ciao, ciao.